Hola, soy Carlota und in diesem Video möchte ich dir drei Punkte, drei Themen der spanischen Verneinung beibringen. Einmal nie, nie. Zweitens nunca und drittens nada. Arrancamos. Nie, nie. Weder noch. Und ich zeige dir direkt, wie das funktioniert. Okay? Hier braucht man schon diese doppelte Verneinung. Direkt zur Sache. No tengo ni frío ni calor. Es ist mir weder kalt noch warm. Okay? No tengo ni frío ni calor. Das stimmt. Ja, genau. No tengo ni frío ni calor. No. Und nie, nie. Okay? Nie, nie ist praktisch ein Paket. Okay? Das kann, da, hier können wir diese doppelte Verneinung sehen. No tengo ni frío ni calor. Noch ein Beispiel. Mi abuela no tenía ni lavavajillas ni microondas. Meine Oma hatte weder einen Lavavajillas Geschirrspüler noch eine Mikrowelle, okay? Mi abuela no tenía ni Lavavajillas ni Microondas. Tenía, das ist imperfecto, okay? Das ist imperfecto. Ich beschreibe hier. Gut, hier kann man auch diese doppelte Verneinung sehen. No tenía, nie, lavavajillas, nie, okay? Das ist die doppelte Verneinung. Nie, nie. Jetzt geht es weiter mit nunca. Nunca ist ein besonderer Fall. Bei nunca können wir auch die doppelte Verneinung nehmen. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, die für dich vielleicht leichter ist. Also, zum Beispiel, no veo nunca la tele. Okay? Hier können wir diese doppelte Verneinung sehen. No veo nunca la tele. Ich sehe nie fern. No veo nunca la tele. Die Möglichkeit, die vielleicht für dich leichter wäre, okay, wäre es mit nunca den Satz anzufangen. Genau. Nunca veo la tele. Und hier brauchst du keine doppelte Verneinung. Drum finde ich, vielleicht ist es leichter für dich, wie du möchtest, okay? Nunca veo la tele. Na? Hier braucht man keine doppelte Verneinung, aber du musst dann den Satz mit nunca anfangen. Eine Möglichkeit. Noch ein Beispiel. No he bailado nunca tango. No he bailado nunca tango. Ich habe nie Tango getanzt. Gut, das kann ich auch nicht. Na, deswegen habe ich nie getanzt. Aber sowieso, ich glaube, das ist nicht so mein Ding. Aber gut, egal. No he bailado nunca tango. Gut. Doppelte Verneinung kann man hier sehen in diesem Satz, ne? Imperfekt. Aber jetzt. Nunca he bailado tango. Wir sehen hier keine doppelte Verneinung. Wir fangen den Satz mit nunca an. Okay, hier auch im Perfekt. Genauso im Indefinido, genauso wie im Perfekto. Okay? Und jetzt nada, nada. Okay. Hier brauchen wir auch die doppelte Verneinung, aber meistens, okay? Meistens, jetzt wenn wir einen Satz mit nada sagen möchten, dann ist eigentlich ist es besser mit der doppelten Verneinung, okay? So, zum Beispiel, mis gatos no hacen nada. Mis gatos no hacen nada.
Ja, das sind meine Katzen. Son mis gatos y no hacen nada. Okay. No, sie machen gar nichts. Sie machen nichts. Ja. No hacen nada. No, nada. Da kann man die doppelte Verneinung sehen. Oder la niña no dice nada. Das Mädchen sagt nichts. Okay, sagt gar nichts. La niña no dice nada. No, nada. Doppelte Verneinung. Okay, aber ist es möglich, einen Satz mit nada anzufangen, so wie bei nunca? Ja, das ist möglich, ist aber nicht so üblich, okay, sage ich dir. Riskiere das bitte nicht, okay, weil, ja, riskiere das bitte nicht. Es sei denn, du bist vielleicht in der Niveaustufe B1 oder B2 und du möchtest riskieren, dann bitte, mach es. Tu es, kein Problem. Aber es, nada anzufangen, es ist möglich, okay? Zum Beispiel, nada le gusta. Nichts gefällt ihm oder ihr. Nada le gusta. Nada... Nada me gusta, ja, okay, das ist fast das Gleiche. Nada, zum Beispiel, nada le convence. Nada le convence. Nichts überzeugt ihn. Okay? Nada le convence. Oder nada te convence. Nichts überzeugt dich. Sätze, die so in die Richtung sind, okay, da könnte es klappen, wenn man mit nada anfängt. Ne? Aber wenn du keine Lust hast zu riskieren, dann bitte die doppelte Verneinung. Ne? Gut, dann mit nada können wir auch zum Beispiel so Sätze bilden wie no tengo, schau mal, no tengo nada de hambre. Dieses de brauchen wir in so einem Satz, okay? No tengo nada de hambre. No tengo nada de sed. Also, ich habe... No tengo nada de hambre. No tengo nada de sed. Wie kann ich das übersetzen? Ich habe... Ich würde das so sagen. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Ich habe keine Durst. So würde ich das übersetzen, okay? No tengo nada. Weil nada de heißt überhaupt keinen. Oder überhaupt keine. Okay? No tengo nada de hambre. No tengo nada de sed. No de sed. No sed, durst. No tengo nada de miedo. Ich habe überhaupt keine Angst. Oh. Es gefällt mir gut. No tengo nada de miedo. Eso, eso me gusta. Es gefällt mir. No? Aber dieses de, no? Brauchen wir für solche Sätze in dem Satz, diese de. No tengo nada de. Okay? Muy bien. Das war ein schnelles Video über die Verneinung. Natürlich nicht über die, über das komplette Thema. Ne? Also um das Thema Verneinung zu machen, da brauche ich kein Video, sondern muss ich einen Film machen drüber. Ne? Weil es gibt sehr viele Punkte, sehr viele Themen, aber heute habe ich dir hier nie, nunca und nada, okay? Sehr kompakt, wie du das verwenden kannst und Beispiele hast du gesehen, ne? Die Beispiele kannst du auch so ähnliche Sätze bilden und bitte setze um. Merk dir ein paar Sachen, wenn du die Chance hast, dann sag es bitte, so merkst du das, ne? So lernst du das leichter und schneller. Dann wünsche ich dir viel Erfolg, mucho éxito. Mucho éxito!